Im Landtag beginnt jetzt die inhaltliche Arbeit. Die Grüne Fraktion setzt den ersten inhaltlichen Schwerpunkt der neuen Wahlperiode. Worum geht's genau? Ja, es geht um Anti-Atom, es geht um die belgischen Atomkraftwerke Hendouël und Tihange. Wir fordern die neue Landesregierung auf, sich intensiv für eine Stilllegung einzusetzen. Sowohl hier im Land die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, als auch bei der Bundesregierung. Also ein Anti-Atom-Antrag von den Grünen als erster Antrag in der neuen Legislatur. Die Menschen in der Region machen sich große Sorgen, verständlicherweise. Und sie können besonders nicht verstehen, dass die Bundesbehörden noch genehmigen, dass Brennelemente aus Deutschland auch in die Problemreaktoren geliefert werden. Was muss die Bundesregierung da jetzt machen? Ja, die Bundesregierung sollte dringend einen Stopp veranlassen für die Lieferung von Brennelementen. Das ist eine atomrechtliche Frage, die nur von Seiten der Bundesregierung gelöst und gehandhabt werden kann. Deswegen unsere Aufforderung an die neue Landesregierung, hier dringend einen Stopp anzuweisen. Ist denn der Strom aus den Problemreaktoren überhaupt noch notwendig? Nein, der Strom ist für die Versorgungssicherheit in Belgien nicht notwendig. Es gibt Möglichkeiten, Strom aus erneuerbaren Quellen, beispielsweise aus der Bundesrepublik oder den Niederlanden, in Richtung Belgien zu schicken. Mit Blick auf die neue Landesregierung muss man sagen, hier gibt es ja einen deutlichen Rollback in Richtung Kohle, wenn man sich den Koalitionsvertrag anguckt, weg von der Windenergie. Und wenn wir den Atomausstieg in Belgien unterstützen wollen, wäre der neue Ministerpräsident Laschet gut beraten, weiterhin auf Erneuerbare in Nordrhein-Westfalen zu setzen und nicht eben zurück zur Kohle zu gehen, weil sonst haben wir den Umwelteffekt, den wir erreichen wollen, eben nicht erreicht.